traumhaftes Wetter, traumhafte Location und die wahrscheinlich schwerste Erkältung, die ich seit Jahren hatte. Wir sind gerade auf dem Weg nach Khwar Sasat, haben hier mitten im Nirgendwo quasi angehalten, weil wir die ganze Zeit durch irgendwelche Schluchten, durch irgendwelche Täler auf Berge hinaufgefahren sind. Und ich glaube, besser hätten wir den Spot nicht treffen können, auf gar keinen Fall. Eben schon gesagt, Erkältung läuft. Wie es sich gehört, genau dann, wenn man die Erkältung nicht braucht, kommt es am härtesten. Gerade da ich eh krank bin und mich scheiße anhöre, will ich euch gar nicht weiter nerven mit meinem Gelaber, sondern euch einfach nur die Umgebung zeigen und würde sagen, dann switchen wir mal auf die GoPro. Ich fahre hier echt manchmal über Steine drüber, wo ich mich schon so zusammenziehe, weil ich denke, oh, jetzt knallt es. Aber Alter, das Ding muss ja so viel Boden feiert haben. Adrian Geiber. Auf MacGyver angelehnt hier unterwegs. Kevins Ohrring am Spritschlauch war kaputt. Jetzt haben wir hier vom Camelback unten den Ohrring genommen. Ist zwar nicht für Sprit, aber... Ja, von 12 bis mittags wird er schon noch halten. Gerade wenn du hier bist. Ja, aber ey, ist nicht so schlimm. Ich habe da hinten einen Ohrringhändler gesehen in der Schlucht. Ich glaube, der war da oben an der Spitze vom Berg. So, für alle, die es nicht wussten, da oben wurde König der Löwen gedreht. Ganz klar, sieht man ja. Ich wollte die Melodie jetzt nicht singen, weil sonst kommt GEMA noch und strike das Video. Guck, eine rote Bergziege. That looked fucking epic! Generell eh nur Vorbereitung für die Dakar, aber erzählt doch keiner. Hallo, ich bremse, hallo. Can you hear me? I have no idea where to go.
Station. Der Mond ist auch schon draußen. Da sind wir wieder im Bus vorbei. Bei ausgesetzter Wildnis würden wir jetzt sagen, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin immer noch ein bisschen baff. Wir sind einfach hier querfeldein, haben unseren Weg gesucht, unseren Weg gefunden. Geil. Einfach nur geil. Echt schön. Und es ist ja unbeschreiblich, wie groß das hier alles ist. So, ich wollte jetzt eigentlich, dass der kleine Hund uns ein Outro macht. Er traut sich nicht hin, also muss der andere Hund das Outro machen. Kevin, dein Part? Fazit oder Outro? Outro. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Grüß dich, Michael. Tschüss, Luca.